Hallo miteinander zu einem neuen Division 2 Video. Wir sind bei einer Nemesis Begegnung. Und zwar mal ganz kurz. Und wir haben blinde Gerechtigkeit drin, freies Atmen, schmerzhafter Biss, Begleiter, Allergo, Beherrschung, kritisch, Optimist und Wachsamkeit. Und haben als Gegenmaßnahme Adrenalin, isoliert und Erhaltung. Und zusätzlich noch Schock und Ermächtigung. Wir spielen hier mit der Farmers und mit der M44 Karabiner Classic. Und haben nebenbei noch die 586er Magnum dabei. Auf Kapazität Munition 6 und 3 Medikits und einmal Granaten. Mit dem Scharfschützenturm und mit dem Störgerät. Das wird uns aber wahrscheinlich nicht viel bringen, die Fertigkeiten. Da werden uns wahrscheinlich alle ausschalten. Ich hoffe, das geht gut aus. Also für uns. Schlecht für ihn. Wir werden sehen. Neuer Ort wird betreten. Schwierigkeitsgrad Nemesis. Feinderstellungsprogramm wird aktiviert. Nemesis. So. Schauen wir, kommt da hinten diese Möglichkeit? Da ist eine Möglichkeit. System unterbrochen. Wie ich es mir gedacht habe. Deaktiviert alles. Roten Scharfschützenturm entdeckt. System wieder online. Dadurch verhindern, dass er die Scheiße auf mich schießt. Das ist natürlich scheiße jetzt. Verwundung entdeckt. Jo! Und das war's, meine Nemesis. Wir haben dann besiegt. Relativ zügig, innerhalb von 3 Minuten. Dabei war noch viel Gequatsche dabei. Ja, das war der Endstand. Und jetzt können wir verlassen. Oder man kann es fortfahren und man kann die Schleifen weiterspielen. Allerdings ändert sich jetzt dann ein bisschen alles. Meine zweiten Talente raussuchen. Ein Nemesis kommt jetzt dann nicht mehr. Man braucht dann keine Sorgen mehr haben. Der ist besiegt. Außer man fängt die ganze Sache natürlich wieder von vorne an. Oh, vielleicht muss es kaputt machen sein. Ja, das war kurz. Ich dachte, es geht ein bisschen länger. Aber naja, was soll's. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Yeah.